Einen herzlichen schönen guten Tag und willkommen zurück bei einer neuen Woche mit High Rise City hier im Kapstadt von Südafrika. Es geht voran, würde ich sagen. 35.000 Einwohner, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und es gab mittlerweile auch wieder ein Update. Also ich nehme mir immer ein, zwei Wochen vorher auf, in dem Fall wieder genauso. Und das neue Update ist die Version 1.0.1 April 22.2022. Ist das andere auch so? Muss mal ganz kurz runterscrollen. Ja, also ist immer noch Version 1.0.1. Nur jetzt vom 22. April. Was hat sich denn geändert? Die Passanten auf der Straße neben Industriegebäuden wurden verringert. Ja, gut, okay. Milestone Rebalancing. Okay, also anscheinend mit den Meilensteinen hat sich ein bisschen was getan. Müssen wir uns gleich mal angucken. Wir haben eine verbesserte Schmelze, die jetzt weniger Produktionsressourcen braucht. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Die Kraftwerke produzieren jetzt 50-100% mehr Strom. Jetzt weiß ich nicht, ob Kraftwerk auch gleichzeitig unser Sonnenkollektor da hinten ist. Das müssen wir uns auch mal angucken. Ich habe im Hinterkopf irgendwie so 45.000 produzierte das. Mal gucken. Meilensteinmenü überlappen, von Texturen korrigiert. Okay, Verschieben von Gebäuden wurde verbessert. Japanische Sprache, unwichtig. Straßentexturen sind irgendwie geupdatet. Gucken wir uns auch gleich mal an. So, neue Sounds. Taubengeräusche wurden verringert. Wobei ich Taubengeräusche irgendwie nicht so ganz wahrnehmen konnte, aber egal. Performance wurde verbessert. Tutorial wurde... wird nach dem Laden eines Spielstandes fortgesetzt. Und Handelsmenü beim Erstellen des Sliders wird der Tooltip ausgeblendet. That are the updates. Eigentlich war auch geplant, den Editor so langsam hier einzufügen. Das verschiebt sich allerdings auf Anfang Mai. Also wenn diese Folge hier rauskommt, ist er schon Anfang Mai. Kann also durchaus sein, dass da auch schon der Editor mit integriert ist. So, wir gucken uns ein, zwei Sachen an. Also Straßen sollen angeblich schöner sein. Jetzt fragt ein Fuchs. Zäune gerade? Also sind die Zäune jetzt angepasst an die Straße? Nee. Also ich meine, gut, die waren ja sowieso alle an den Straßen immer dran. Also Straßen... Oh ja, tatsächlich sehr viel weniger Menschen hier unterwegs. Oh, hier ist gar nichts mehr los. Okay, das ist tatsächlich sehr sinnvoll. So, mein Hauptproblem mit den hohen Bordsteinen ist wahrscheinlich immer noch. Ja. Und die Gebäude ragen immer noch auf die Straße drauf, ne? Also nicht, naja, Bordsteine hier. Wobei hier auch generell gerade gar nichts los ist. Wie spät ist es denn? Achso, ja, die Uhrzeit geht ja nicht weiter. Oh, hier ist aber generell wenig los jetzt. Vorne wird es ein bisschen dicker mit dem Personenverkehr. Ja, aber hier seht ihr aber noch die Bordsteine. Okay, gut. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den Kraftwerken und die Schmelze. Also 45.000... Oh ja, alles klar. Das Ding produziert jetzt aber mal 100% mehr. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr Strom für die nächsten... Ja. 20... Folgen. Also Strom, glaube ich, brauchen wir, ja okay, man sieht's, brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr machen. Wir können natürlich jetzt auch erstmal wieder einsparen. Ja, obwohl Bilanz ist, wie ist denn unsere Bilanz? Wow, wieso gebe ich denn so viel für Handel aus? Ach, wegen den blöden Chilischoten, also Gewürze. Komm, das machen wir mal weg. Ich bin kein Freund von diesen Gewürzen. Ich weiß nicht. Kann ich mich nicht anfreunden. So, und jetzt eine Schmelze finden. Schmelzen müssten hier irgendwo sein, oder? Wird ihm das angezeigt? Stahl. Einfache Stahlschmelze. Wir haben... Wobei, Eisenschmelze müssen wir auch haben. Das sind die Dinger. Ich kann es gerade nicht beurteilen.
Minus 4, minus 4 macht 2. Gefühlt ist das gleich. Das ist gleich. Was sagt denn die Stahlschmelze? Oh. Ah, Stahlschmelze müsste das sein. 7, 17. Okay, da habe ich jetzt leider keinen Vergleichswert. Mann, ey. Minus 2, minus 2 und 1. Das ist aber genau das gleiche, oder? Was heißt denn schmelzen? Warte mal, ich geh mal ganz kurz nochmal in den Changelog. Ah, wo stand's denn? Verbesserte Schmelzen benötigen. Ach, verbesserte Schmelzen. Okay. Was ist denn eine verbesserte Schmelze? Hab ich das schon? Ist eine verbesserte, eine ausgebaute? Wahrscheinlich, ne? Muss ich erstmal freischalten. Achso, und die Meilensteinansprüche. Ach, jetzt sieht man es übrigens auch. Oh! Oh! What the fuck? Okay, das wurde alles angepasst. Jetzt muss man nicht nur die Stufe davor haben, sondern alle Stufen muss man besitzen. Ach du meine Güte. Okay, wir müssen Stufe 2 nochmal machen. Stufe 3 haben wir. Ist die Anforderung hierfür... Nee, die ist aber trotzdem bei 5000. Also steigert tatsächlich sich erst im Laufe der Zeit. Gib mal Traubensaft und sowas. Neue Gebäude kriegen wir wahrscheinlich nicht. Ich habe übrigens noch Forschungspunkte, ich weiß. Also Handelszentrum sind wir ja. Zone für Manager haben wir. Genau, Rinder, Höfe und sowas. Das wollten wir uns ja alles jetzt nach und nach mal angucken. Druckerei. Und 80 Forschungspunkte. Gut, wir machen als erstes, würde ich sagen, mal Stufe 2 Häuser. Wie kann ich denn hier... So geht denn das mit den Pfeiltasten? Doch, geht. Wir machen erstmal die Stufe 2 Häuser. Ah, ja, super. Gar nicht mal so schön. Wir können hier vorne noch Stufe 2 Häuser hinmachen. Ich weiß nicht, ob das dann ausreicht. Hier können wir definitiv auch nochmal Stufe... Was? Oh, Ressourcen fehlen. Holz fehlt. So, mal gucken, ob wir dann auf die 7000 kommen. Wahrscheinlich nicht. Uns fehlen Menschen. Oh ja. Obdachlose fehlen. Gut, aber wir haben erstmal ein bisschen was gesetzt. Und da haben wir auch die 9000 gleich voll. Sehr gut. Ja, wenn hier die restlichen Häuser auch noch entstehen, sind ja wie gesagt noch ein paar freie Ecken mit drin. Dann haben wir auch jetzt schon sehr gut die 9000, sodass wir uns jetzt erstmal nur um die Manager kümmern müssen. Nur in Anführungsstrichen, wir brauchen eiskalt 25.000. Das ist ja viel. So. Lolololo. Ich wollte irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wo. Die Effektivität von Gesetzen ist mir egal. Mehr Arbeiter. Alle Industriegebäude benötigen 5% Arbeiter. Aber steigert sich um 5%. Alle sind um 8%. Oh ja. Wir machen diese beiden Sachen. Jetzt haben wir noch 10 Punkte. Ich weiß gar nicht, können wir dafür irgendwas machen? Brückentunnelbau. Ja, komm, machen wir einfach mal. Ist super unwichtig, ich weiß, weil wir haben einfach zu viel Geld. 15 Mille. So, aber die Industrie ist jetzt wieder effizienter. Gut, dass Arbeitsplätze benötigt wurden. Oh ja, gut, hat nochmal gute 1000 gebracht wahrscheinlich. Sehr schön. Ja, also hier kommt dann, wie gesagt, Stufe 5 hin. Ich muss mal gucken. Das ist ein ziemlich bescheidener Ort, muss ich sagen. Weil hier ist dann... Na, hier überschneiden sich auch noch die Karten. Wie teuer ist denn so ein Ding? 3 Millionen? Oh, Spielstand gespeichert. Das Spiel ist gespeichert. Das Spiel ist gespeichert. Das ist nicht schön hier.
Ich würde mir trotzdem gern beide gleich kaufen. Einfach, damit ich es habe. Ich kann sogar zwei kaufen. Okay, dann kaufen wir die. 3,7, 5,9. So, sind wir noch bei 6 Mille. Aber haben uns schon mal nach hinten erweitert. Es gibt einen Mangel an Gewürzen. Das ist gewollt. Und bei einer Bilanz von 100... Ja, okay, es geht jetzt noch bergab, aber von knappen 150.000. Da kommen wir auch ganz schnell wieder auf die Zahlen, die ich gern hätte. So, wir gehen kurz durch. Ja, Möbel, fuck you. Klamotten. Oh, brauche ich auch wieder. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, ey. So, das ist alles unwichtig. Fische passt, passt. Oh Gott, passt super. Brot passt schon wieder gar nicht. Bier passt. Okay, wir müssen nachjustieren in den Backwaren. Ich habe noch Mehl. Ich baue einfach eine Bäckerei. In der Hoffnung, dass die auch versorgt wird. Wo ist er? Bäckerei. Da oben stehen welche. Ich knall mal einfach eine hier hin. So. In der Hoffnung, dass das reicht. Also, hier reicht es auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass sie auch versorgt wird mit Ressourcen. So, Klamotten. Produzieren wir zu viel? Naja, nicht wirklich. Müssen wir nochmal einmal Schaffarm, also Wolle und einmal Textilien herstellen. So, wo baue ich denn jetzt weiter? Hier oben ist doch auch noch eine... Pass mal auf, dann machen wir hier... machen wir die Straße. Machen wir hier nochmal ein bisschen Wolle hin. Also Wolle, ne? Textilien. Und daneben kommt gleich die Textilienfabrik. Und wir sind wieder auf eine 30. Produzieren immer noch viel zu viel. Egal. Und, Möbel. Warum denn? Ich setze sie aber hier oben hin diesmal. Es gibt einfach was. Fehlt Ressourcen. Wie viel Holz machen wir denn? 5! Das geht auch gar nicht. So. Die werden übrigens alle nicht abgeholt, warum auch immer. Und dann wieder Möbel. Können wir da hier hinsetzen. Überlappt auch nicht. Und dann können wir hier auch meinetwegen... Ah, ich habe kein Holz. Das ist der einzige Vorteil von der Zone 4. Die brauchen kein Holz mehr. Machen wir hier nochmal so ein bisschen... Ich mache wieder nur 6 Holz. Kann ich hier noch einen Holzfäller hinsetzen? 102, 102. Gerade so 100. Naja, egal. Egal! Wie immer, ne? Na, zack. Ressourcen fehlen. Mann, dieses Holz. So, machen wir hier noch ein paar Büros hin. Oh, gibt neue Textur, neue Gebäudearten oder wie? Das kenne ich noch gar nicht. Sehr schön. So. Ich denke, wir haben's. Dann können wir uns jetzt um die nächsten Ressourcen kümmern. BZW. Ich will kein Holz. Ja, machen wir erstmal die. Also, Zufriedenheit ist super. Braucht ihr denn noch irgendwas? Ach, ihr bräuchtet auch Fleisch. Okay, gib mal. Ihr nicht. Aber ihr bräuchtet Fleisch. So, ganz ehrlich, wir könnten jetzt... Wir haben ja eine super Bilanz. Wir könnten jetzt auch Ressourcen übrigens einsparen. So, wir haben eine Grundversorgung von plus 8. Warum hat denn der 6... nee, der hat 100%. Warte mal. Ne, hier will ich hin. Die Bewohner aller Bevölkerungsschichten sind um 8% zufriedener. Ach, da unten. 10%. Was ist denn das ganz unten? Dieses Gesetz. Oh, wo
waren denn Gesetze? Where are Gesetze gewesen? Nee. Ich bin gerade überfordert. Wo waren Gesetze? War das hier? Hier, Gesetze. Wir geben 12 aus für atomare Zone. Elterngeld. Ah ja, guck mal hier. Plus 2 für atomfreie Zone und die plus 8 von dem... von der Forschung. Okay. Dann, wir gehen mal... wir fangen mal vorne an, weil... gut, die 1, also Stufe 1 brauchen wir uns nicht angucken, aber Stufe 2 können wir uns mal angucken. Also, ihr habt... gut, ihr seid sowieso unzufrieden. Ach, ihr habt sogar Umwelteinflüsse. Das ist ja blöd. Gut, ihr seid aber auch nicht... naja. Von was habt ihr denn Umwelteinflüsse? Von den Fabriken, oder was? Brauerei? Wer macht denn Umweltverschmutzung? Warte mal. Brauerei. Gut, die muss da vorne aber leider stehen bleiben. Ja, obwohl, die können wir doch da hinten ziehen. Was ist das hier? Nee, Spedition kann es nicht sein. Also entweder Textilfabriken oder die Brauerei. Also die Brauerei macht schon mal keinen. Keine Pollution. Macht ihr Umwelt? Die macht auch nichts. Wer ist denn so dreckig? Boah, sind das immer noch die Dinger? Die Müllkraftwerke? Das ist ja blöd. Die Müllkraftwerke sind es tatsächlich. Warte mal, ihr kommt... ist da hinten hin? Wo sind die anderen Müll? Da. Also ich könnte die Müllkraftwerke nach hier oben setzen. Dann haben die allerdings einen sehr, sehr weiten Weg. Gut, ich könnte die einfach auf die andere Seite setzen. Macht das so viel Unterschied? Ich weiß es nicht. Was kostet mich das? Ach, es kostet mich nichts mehr. Okay, dann machen wir's. Wenn das auch nichts mehr kostet, na dann auf jeden Fall. So, hier vorne kommt ein Bürogebäude hin. Hier kann man auch mal welche hinsetzen. So, seid ihr jetzt ein bisschen zufriedener? Ja, guck mal. Deutlich besser schon. Also ihr werdet wahrscheinlich noch minimal davon leiden. Ja, 5%. Aber ihr dürftet schon fast raus sein, ne? Ja, 1%. Super. Sehr schön. Ach, und endlich kostet das Umsetzen auch keine Ressourcen mehr. Das war ja auch... also das war wirklich Quatsch. Weil es war ja wie ein Neubau. Dann hätte ich das Ding auch abreißen können und neu bauen können. Wenn ich genau die gleichen Ressourcen nochmal verbraten musste. So, seid ihr Stufe 2? Ich glaube ja, ne? Also, ihr habt jetzt eine Grundzufriedenheit von 16, 58, das sind schon... what? Nee, ist genau 100. Also 10%. Ich kann mir jetzt quasi eine Ressource aussuchen, die ich nicht mehr beliefer. Oh ja, ich weiß ganz genau, was ich euch abziehe. So, wir gucken mal, was am meisten Geld bringt. Wir streichen euch. Eigentlich wollte ich Möbel machen, aber die bringen noch ganz gut Geld. Wir nehmen euch die Klamotten weg. So. Oh, ich hoffe, ihr seid Stufe 2. So, ihr kriegt keine Klamotten mehr. Zufriedenheit 100%. Dürfte theoretisch auch nicht runtergehen. Vielleicht geht's auf 99. Bei den paar Häuschen, oder wegen den paar Häuschen, die hier vorne sind. Weil die werden nicht mehr auf 100% sein. Das habt ihr alle 100% jetzt, ne? Krasse Scheiße. Ja, bei euch, also Stufe 1. Das Spiel ist gespeichert. Spiel gespeichert. Ah.
Stufe 1. Ihr dürftet generell ja auch super zufrieden sein, ne? Ich könnte euch Fische wegnehmen. Oh, ne, gib mal. Die Werte sind zu krass. Nee, den kann ich nichts wegnehmen. Entschuldigung. Also ganz besonders nicht Fische, weil Grundnahrungsmittel. So. Ja, immer noch 100%. Ja, Bilanz wird ein bisschen drunter leiden, aber dafür spare ich mir dann halt die Klamotten. Und das sind nicht wenig, ne? Das sind 10. Mann, dass das nicht angepasst wird, ist so schlimm. Das finde ich echt... Das müsste man auch nochmal ändern. Weil der Verbrauch ist jetzt nicht mehr 27. Sondern... Also mal davon abgesehen, stimmt das ja auch nicht, ne? Also wir haben angeblich einen Verbrauch von 27. Hier sind es 10. Hier sind es 16. Und hier sind es 0,74. Also der Verbrauch stimmt doch. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber es sind nur noch Verbrauch 17. Das heißt, wir könnten uns theoretisch Klamottenfarmen wieder sparen. Also, ich sag mal, das hier oben allein hätten wir uns jetzt, oder könnten wir uns jetzt schon wieder klemmen. 1004. Ja, gut, sind 2000. Und, ich weiß nicht, braucht ihr Klamotten? Ja, ihr braucht noch Klamotten. Gut, haben wir auf Halde noch ein bisschen was. Stufe 3. Okay, ihr habt jetzt schon 16. 58. Hey, da mangelt es ein bisschen außerhalb. Ist auch richtiger Quatsch. Ich muss einfach nur die Konsumgüter durchzählen. 10, 16. Das hätte ich bei denen eigentlich auch machen müssen. Die sind immer noch bei 42%. Könnt ihr noch eine Ressource wegschreddern? Okay, das ist krass. So, ihr seid bei 10, 16... Oh, 10, 18, 26... Wow, was? 10, 18, 26, 32, 38... 44. Wenn ich den Fleisch liefere, kann ich Klamotten, kann ich Möbel sparen. Das mache ich. Achso, wie sieht's denn eigentlich bei Spielwaren aus? Ja, nee, guck. Wir kochen Minus. Wenn wir Fleisch machen, sparen wir uns Möbel. Das machen wir. Wir gehen jetzt auf Fleisch. Rinderfarm. Wie viel brauchen wir denn überhaupt für Fleisch? Das ist, glaube ich, auch nicht wenig, ne? Denn? 2. Was? Okay. Gut. Rinderfarm. Och, du heilige Scheiße. Gut, können wir uns aber leisten. Ferdi Fuchs, frag mich. Nee, wenn, dann machen wir die hier hinten irgendwo hin. Oder wir gehen hier weiter. Das können wir machen. Ich will ja sowieso hier irgendwann mal den Weg verbinden. Der würde aber, also der Weg geht irgendwann hier vorne hin. Warte mal, das können wir als erstes mal machen. Welche Straße ist denn das? Muss ja die sein, ne? So, und ihr seid die ganz fette Straße. Ihr. Ihr hier so, ja. So, dann geht das irgendwann hier vorne rauf. So, dann können wir... Ach, dann können wir übrigens hier hinten noch die Rinderfarm setzen. Ne? Dass das geht. Also so, wie ich es mir wünsche. Sehr gut. Bauressourcen fehlen.
122 Stahl. Uhu. 306, aber kann ich mir nicht ansatzweise leisten. Ach du Scheiße. Okay, heftig. Kollision. Wie sieht's jetzt aus? Das könnte ich mir leisten. Alter, schwer. Ach du Heilige. Holy cow, ja, möchte man sagen. Holy cow. So. Die Ecke geht natürlich wieder weg. Und ihr kriegt Water. Wasser müssen wir sowieso mal gucken. Ja, 110.000 im Plus noch. Alles gut. Was produziere ich denn jetzt an Rindern? 20. Okay. Krasse Zahl. Okay, das Ding wird auch... Ja, das kostet allein schon 9.000. Oh. Und ihr verarbeitet 4 Rinder. Oh Gott, ich brauche nie wieder Rinderfarm. Bin mir relativ sicher, dass ich nie wieder Rinderfarm brauche. Die knallen wir mal hier hinten mit ran. Also eine Mini-Straße noch bauen. Ja, ach scheiße, das geht ja nicht. Warte mal. Mann, geh mal bitte. Landschaft ignorieren. Oh, das ist... Alter, ist das schlimm. Wieso kann ich denn den Winkel zwischen 80 und 90 Grad nicht? Alter. Ist das schlimm? Ja, da ist ein kleiner Pissbogen mit drin. Na, vor allen Dingen da, da gefällt er mir auch gar nicht. Kann ich nochmal abreißen? Ne, komm. Ja, ich weiß, Entfernung ist zu gering. So, jetzt ziehen wir dann hier gerade. Mann, nein, es geht schon wieder nicht! Oh! Ich hab Hass. Ich habe Hass. Ach so, weil da so ein Blob drin ist. Kann man das nicht hier mal weiterziehen? Ich weiß, es ist ungünstig. Ja, das kann man aber so machen. Auch mit der Kreuzung hier. Ach, seht ihr, da kommen sie gleich da hinten durch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Oh. Falsche Taste gedrückt. Was aussah. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich würde das auch gerne zu Einbahnstraßen machen. Kann ich die zu einer Einbahnstraße machen? Aufwerten. Was heißt denn aufwerten bei der? Reduzieren. Wieso kann ich hier keine Einbahnstraße draus machen? Hier übrigens auch nicht. Straßenwinkel zu klein. Ich will die Straße ersetzen. Kann ich denn jetzt keine Einbahnstraße mehr bauen? Oder draus machen? Kann ich aus denen eine Einbahnstraße machen? Okay. Das hat man also geändert. Verstehe. Das ist irgendwie nicht schön. So, kann ich das jetzt bauen? The first Rinder Farm? Hätte ich gerne hier. Rinder Farm hier. Fleischerei? Hätte ich gerne hier oben nämlich hinbauen. Oder kriege ich die nur hier? Warte mal, wir bauen die hier hin. Und der Rest wird mit Bürogebäuden aufgefüllt.
So, aber hier mit zweier Bürogebäuden. Das Spiel ist gespeichert. Spiel gespeichert. Naja, fast. Bilanz von knappen 100.000 noch. Aber Fleischereien reicht, ne? Eine reicht. Na, eigentlich muss ich eine zweite bauen. Boah, die Dinger sind so teuer. Aber ich glaube, es müsste noch passen jetzt. Spedition? Ja, ne? Ja. Ihr braucht auch schon wieder Wasser. Mit dem Wasser bin ich aber echt... Ach ja, guck mal hier. Bin noch nicht gut gemacht hier. So, jetzt. Rinder. So, jetzt müssten aber zumindest die Bilanzen für das wieder hochgehen. Vor allen Dingen 13.000. Also wir machen so knapp 26.000 jetzt wieder plus durch die Rinderdinger. Oder durch das Fleisch. Wenn dann halt irgendwann mal Fleisch kommt. Boah, ganz ehrlich. Wenn ich das doch nicht zu einer Einbahnstraße machen kann, na dann reiße ich doch diese blöde Straße hier wieder ab. Pech gehabt. Kommen hier einfach überall nochmal Büro... Naja, da nicht. Da kommen hier einfach nochmal Büros hin. Hier übrigens mal kurz Straßenraster aufwerten. Ah, okay, da passt nichts hin. Ja, passt schon. Oh Gott, das Ding ist voll. Ich würde tatsächlich nochmal eine Spedition... Kostet mir 5.000, egal. Hier hinten schon mal hinsetzen. Weil ich glaube, hier werde ich auch nochmal einiges bauen müssen. Oder wir setzen sie mal... Nehmen wir mal. Wir setzen mal die Spedition hier hin. So. Ist dann gleich die Erweiterung. Und wir können uns hier hinten auch nochmal richtig auslassen. Warte, wir können ja schon mal einen Weg kurz bauen. Also eine Straße. Freie Form bitte. Collision entdeckt, warum? Von da vorne bitte auch nochmal. So, da haben wir nämlich nochmal Verbindungsstraßen. Und hier können wir uns dann auch nochmal super auslassen. Also mit Farmen und so weiter. Gut, okay, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge High Rise City. Und dann, ja, werden wir in Menschen wieder investieren müssen. Also, ne, sprich, hier. Supermenschen. An was mangelt es? Alter, ich brauche so viel, extrem viel Stahl. Schwierig. Machen wir schon wieder 11,5 Millionen Euro. Das ist krass. Und Fleisch geht hoch? Ja, geht hoch. Zumindest auch so, dass wir durchgehend immer welches haben. Sehr gut. Alter, Rinder. Wie teuer ist denn so ein Rind? Ganz kurz mal, wenn ich das verkaufe. Rinder? 1000. Okay. Mhm. Was haben wir denn noch so in Überproduktion? So was? Ja, glasfähigen Teufel tun. Hier, Gemüse war auch noch so extrem viel. Obwohl das, naja, gut. Schießt mal hoch und runter. Kohle, Klamotten. Ah, gut, Leben ist mir zu wenig. Nee, passt schon. Sonst haben wir keine Überproduktion. Ach, Alter, Müll. Müll ist auch so viel. Ich könnte wahrscheinlich sogar noch ein drittes Müllkraftwerk damit beliefern. Ein viertes, nicht ein drittes. Ach, apropos. Wir könnten die Müllkraftwerke auch nochmal versetzen. Hier hinten hin. Dann sind die aus dem Wald raus. Und ihr kommt trotzdem da locker hin, ne? Ja, ja, das machen wir nochmal. Setzen wir die Müll... Ja, cool. Bringt das so viel?
Gefühlt sind die schon wieder näher dran, ne? Ach, scheiß drauf. Lassen die jetzt einfach da stehen. Wie gesagt, das Einzige ist hier mit dem Holzfällerbetrieb. Gibt's hier eigentlich noch irgendwo einen Wald? Ist egal, ich mache jetzt Schluss. Und darum kümmert sich der Kollege hier morgen. Ne? So, adios und herzlichen Dank fürs Dabeisein, meine Lieben. Haut rein.